Ich muss sagen, die Rocky Horror Picture Show, als ich die das erste Mal gesehen habe, da waren wir bei dem Geburtstag einer Freundin und die hat dann irgendwann um Mitternacht lief das mit der ZDF damals und alles noch so, oh, ist und dann haben wir uns diesen Fernseher versammelt, haben die Rocky Horror Picture Show angeschaut und ich habe mir gesagt, was soll dieser absurde Müll da auf dem Monitor? Das ist ja unglaublich, kann man mir was zeigen? Und dann bin ich nach Berlin gezogen und da hat man mich dann in die Waldbühne geschleppt, wo ich mir diesen Film dann zum zweiten Mal und seitdem bin ich den hoffnungslos verfallen. Wenn man da einmal den Mehl- und Wasserhagel gesessen hat und das Zeug aus seinen Haaren nie wieder rauskriegt für die nächsten 6 Wochen, dann vergisst man das so schnell nicht. Und dann beim dritten Auftritt bin ich dann tatsächlich in Kostüm gegangen, bin dann ganz innovativ als Frankenfurter gegangen. Wer war das? Wie heute, ganz genau. Meine Haare sind nur schöner als damals. Und ich bin also dann runter, das ist ja dann so, wenn man da ankommt im Kostüm, ist nicht mal die Treppe bis unten, verbeugt sich einmal, kriegt eine Ovation, geht dann wieder nach oben, weil man sitzt meistens noch im letzten Rang. Und ich drehe mich um, nehme meine Ovation entgegen und es macht knack, mein Stöckel bricht und bumm, bin ich einmal nach hinten geknallt. Also so wie heute. Genau. Ich habe meine Ovation gekriegt und bin da oben gehumpelt und habe mich geschämt wie noch nie in meinem Leben. Und während Margot da hinten die Flyer verteilt, würde ich sagen, singe ich einfach noch mal ein kleines Liedchen, bevor wir dann in die Pause gehen, denn ihr müsst bestimmt alle mal aufs Klo, die Schlange wird dann etwas länger. Und ich habe jetzt eigentlich... Die Stange wird dann etwas länger. Die Stange wird dann auch... Ich glaube, die Leute sind schon während Margot's Lieder aufs Klo gegangen. Ach so. Es wird jetzt nicht schneller, muss ich an dieser Stelle sagen. Gut, also dann gehe ich schon mal auf die Tour. Mach das. Hast ja genug Zeit. Ich habe jetzt ein Lied, das ist nicht wirklich aus dem Musical, aber ich finde es so haarscharf an dem Musical vorbei, weil es sind genauso viele Lieder drin wie in dem Musical. Und wieder hat Barbara Streisand die Hauptrolle gespielt, allerdings hat sie auch das Buch geschrieben, hat Regie geführt und den Film produziert. Dafür hat sie 15 Jahre gearbeitet, um sich das leisten zu können, hat den Regie-Oscar nicht bekommen, obwohl sie jetzt ihn verdient hätte. Und trotzdem, das ist ein toller Film über einen kleinen jüdischen Jungen, über ein kleines jüdisches Mädchen, das ein Junge sein will. Und den Abschlusssong aus diesem Film, den singe ich jetzt ein. Yeah. Where is it written what it is I'm meant to be? So, no, yeah, it's very...
Schwieriges. More I live, more I learn. The less I know each step I take. Papa, I have a voice now. Each page I turn, Papa, I can drive now. Each mile I travel, the more I have to go. What's wrong with wanting more? If you can fly. Level four, just a piece of fire. Now we're talking. I can hear you, Papa. I can see you, Papa. I can feel you. Mit den zweiten von 7 Teilen wieder da. Bis gleich.